heiße Bunny Zucchino und ich bin 14 Jahre alt. Ich gehe in die 4. Klasse eines Gymnasiums. Ich bin vielleicht ein bisschen schusselig und eine Heulsuse, aber... Bunny, es ist schon 8 Uhr vorbei. Bunny regelt sich in ihrem Bett. Doch dann schreckt sie hoch. Ach du liebe Zeit! Schnell springt sie aus ihrem Bett und läuft die Treppe hinunter in die Küche. Warum hast du mich denn nicht schon früher geweckt, Mutter? Das habe ich doch. Und du hast mir auch jedes Mal geantwortet, wenn ich dich gerufen habe. Habe ich nicht gemerkt. Bunny! Was ist denn noch? Ich muss flitzen. Willst du dein Essen hier stehen lassen? Natürlich nicht. Ich bin müde. Auf dem Weg zur Schule sieht sie plötzlich drei Jungen, die ein kleines Kätzchen ärgern. Hey, verschwinde! Lass die Katze in Ruhe! Oh, diese Flegel. Oh, armes Kätzchen, komm her. Was ist das? Wieso hast du denn dieses Pflaster? Was hast du denn? Ach, ich soll dir das Pflaster abnehmen. Komm her. Obwohl du ganz niedlich damit aussiehst. Sie zieht das Pflaster von der Stirn. Aber das ist ja... Das sieht ja aus wie ein Halbmond. Das Kätzchen mit dem Halbmond auf der Stirn springt in die Luft, schlägt einen Salto und landet wieder vor Bunnys Füßen. Das Kätzchen schaut Bunny tief in die Augen und schleicht langsam auf sie zu. Bunny ist nicht wohl dabei. Sie geht einige Schritte zurück. Doch da läutet die Schulglocke. Ah, die Schulglocke! Ich darf meine Zeit nicht so vertrödeln. Wenig später in der Schule. Bunny Zucchino, du kommst schon wieder mal zu spät. So was Ungerechtes. Ein so liebes Mädchen wie ich muss zur Strafe vor der Klassentür stehen. Mir knurrt der Magen. Auf einmal fällt Bunny ein, dass sie ja ein Frühstückspaket dabei hat. Ist ja auch klar. Ich habe überhaupt nichts gefrühstückt. Danke, Mama. Bunny, was machst du denn da? Kein Wunder, dass du bei der Schulaufgabe so versagt hast. Oh je, eine 5 minus. Ja, genau. Ich kann dich aber auch nicht verstehen, Bunny. Das Einzige, was du während der Stunde machst, ist deine Pausenbrote zu futtern. Wenn ich aber doch so einen Hunger habe. Du bist meine beste Freundin, also musst du auch verstehen, wenn ich sowas mache, oder? Da kommt Umino auf die beiden zu. Hallo, Bunny-san. Wie war denn die Schulaufgabe? Ach, Umino. Du siehst doch, wie niedergeschlagen sie ist, Umino. Das bedeutet, dass sie die Arbeit mal wieder in den Sand gesetzt hat. Oh, entschuldige bitte, das wollte ich nicht. Nimm's dir nur nicht zu sehr zu Herzen. Ich bin's diesmal auch zu locker angegangen und hab nur eine 1 minus geschrieben. Tja, Schulaufgaben sind wie ein Glücksspiel. Du blöder Kerl. Oh, du Bunny. Hast du schon gehört, dass Sailor V wieder aufgetaucht sein soll? Sailor V? Ja, genau. Sie hat doch damals den Dieb gefangen, der die Juwelen geklaut hatte. Das ist wirklich toll. Ja, sie ist ganz toll. Aber wer ist Sailor V? Wie kannst du sagen, sie ist toll, wenn du sie gar nicht kennst? Sailor V kämpft gegen alle Bösewichte und sie ist so berühmt geworden, weil sie magische Kräfte besitzt. Fasziniert hört Bunny Umino zu. Man erzählt sich sogar, dass sie im Geheimauftrag der Polizei arbeiten soll. Aha. Na, da können wir ja alle froh sein. Bis auf die Bösewichte. Obwohl ich verstehen kann, wenn jemand Schmuck klaut. Ach, Schmuck ist einfach das Schönste auf der Welt. Ja, da hast du recht. Ich hätte gern einen Diamantring. Und ich ein paar Ohrringe mit Rubinen. Und eine schöne Smaragdkette. Oh ja. Weißt du was, Bunny? Seit gestern gibt's in unserem Laden Schmuck zum super Sonderpreis. Komm doch mit. Schmuck zum super Sonderpreis? Ein paar von den Stücken könnten sogar wir uns leisten. Wirklich? Na klar, komm ich hin. Dann komm gleich nach der Schule. Hat gemacht. Ach, wenn der Unterricht doch schon vorbei wäre. Bunny hat mich überhaupt nicht angeschaut. Draußen im Negaversum, irgendwo in der tiefen Weite des Weltraums, machen sich die Mächte des dunklen Königreichs daran, die Erde zu erobern. Die Königin Perilia hat ihre Getreuen um sich versammelt. Sie scheint verärgert zu sein. Könnt ihr den Silberkristall nicht finden? Habt ihr ihn noch nicht gefunden? Nein, euer Majestät. Unser großer Herrscher erwartet von euch, dass ihr ein ungeheures Maß an Energie dafür einsetzt. Wenn ihr den Silberkristall nicht beibringen könnt, dann setzt eben die Energie ein, die ihr als menschliche Wesen besessen habt. Königin Perilia? Hm? Befehlt bitte mir, diese Aufgabe zu erfüllen. Meine Sklavin, die böse Morga, hat bereits damit begonnen, die Energie der Menschheit abzusaugen.
Es möge also so geschehen, wie du es vorschlägst. Ich danke euch. Wieder auf der Erde. Die Schule ist inzwischen aus und die Mädchen sind sofort zum Juweliergeschäft gelaufen. Im Geschäft tummeln sich die Menschen. Staunend stehen sie vor den Schmuckvitrinen. Der Rubin! Das ist ja ein irres Gedränge. Unser Haus dankt Ihnen sehr herzlich, meine Damen, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Bitte sehen Sie sich um. Mama ist heute ja unheimlich aufgekratzt. Ja, es scheint dir wirklich großen Spaß zu machen. Meine Damen, greifen Sie zu. Solch eine Gelegenheit bietet sich nicht oft. Doch irgendetwas stimmt nicht mit Narus Mutter. Ein dämonisches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Törichte Menschen. Alle Schmuckstücke im Geschäft sind vom dunklen Königreich manipuliert worden. Verschleudert ruhig eure Energie an unseren großen Herrscher. Kaum hat sich irgendjemand einen Ring auf den Finger gesteckt oder eine Kette umgelegt, fangen die Edelsteine auch schon an, die Lebenskraft der Menschen herauszusaugen. Doch niemand von ihnen scheint etwas zu bemerken. Diese Narren werden von den Juwelen angezogen. Sie merken gar nicht, dass wir ihnen damit Energie absaugen. Königin Perilla wird sich freuen. Weiter, Morga! Saug ihnen noch viel mehr Energie ab. Mit Vergnügen. Hallo, Mama! Oh, du bist ja wieder da, Naru. Ich habe meine Freundin mitgebracht. Guten Tag, es freut mich sehr. Oh, schön, dass ich dich auch mal kennenlerne. Leider sind heute sehr viele Leute hier, aber seht euch ruhig um. Vielen Dank. Ja, und weil du Narus Freundin bist, mache ich dir einen super Sonderpreis. Das finde ich aber nett von Ihnen. Juhu, yippie! Wie wär's mit diesem Diamantring? Der kostete ursprünglich 8.500. 8.500? Ja, aber dir würde ich ihn für 500 geben, weil du so nett bist. 500 statt 8.500? Den will ich! Spinnen doch diese Frauen. Stell dir vor, 500 statt 8.500. Ich will ihn. Frag einfach deinen Vater, ob er ihn dir kauft. Aber ich habe doch so eine schlechte Arbeit geschrieben. Ach ja, hab ich vergessen. Und das Taschengeld für diesen Monat habe ich auch schon ausgegeben. Oh. Lass dich nicht unterkriegen, Bunny. Kopf hoch. Traurig verlässt Bunny das Juweliergeschäft. Wenn ich doch nur ein bisschen mehr gelernt hätte. Ach, was zum Teufel damit! Sie wirft das Papier einem jungen Mann an den Kopf. Du bist wohl ein bisschen weich in der Birne. Weißt du nicht, dass das wehtut? Oh, Entschuldigung. Eine 5 minus. Du musst fleißiger lernen, sonst bleibt deine Birne so weich. Ach, was geht sie das denn an? Was bildet der sich eigentlich ein? Bunny bleibt stehen und sieht sich den jungen Mann noch einmal genau an. Ein komischer Kerl. Sie dreht sich um und geht weiter. Nach wenigen Metern bleibt sie vor einem Geschäft plötzlich stehen. Dort hängt ein großes Plakat von Sailor V im Schaufenster. Das neue Sailor V Videospiel. Oh, Sailor V? Jetzt gibt es schon Spiele mit ihr. Oh. Bunny beginnt zu träumen. Sie stellt sich vor, dass sie Sailor V wäre und gefährliche Abenteuer bestehen müsste. Ich beneide Sailor V, die muss ich nicht mit diesen blöden Schulaufgaben rumplagen. Die macht viel aufregendere Sachen, Bösewichte jagen. Das Kätzchen mit dem Halbmond ist Bunny die ganze Zeit gefolgt. Oh, sie hat ein viel schöneres Leben als ich. Ich kann doch mit dieser schlechten Note nicht zu Hause ankommen. Traurig geht Bunny davon. Das kleine Kätzchen behält sie im Auge. Gar nicht so, Kino. Habe ich dich endlich gefunden. Bunny ist zu Hause angekommen. Ich bin da, Mama! Da bist du ja, Bunny. Warum kommst du denn so spät? Ach, kein besonderer Grund. Ich habe zufällig Umino getroffen und er hat mir gesagt, dass ihr eure Schulaufgabe zurückbekommen habt. Er hat eine 1- gekriegt. Ach, wirklich? Ist ja schön für ihn. Warum muss Umino immer über solche Dinge quatschen? So? Und wie ist es dir ergangen, mein Schatz? Weißt du, das ist so, ich... Zeig sie mir doch.
Bunny druckst herum. Doch dann zeigt sie sie ihrer Mutter. Hier. Bunnys Mutter steigt die Zornesröte ins Gesicht. Bunny! Ja? Wie kannst du es wagen, mit so einer schlechten Note nach Hause zu kommen? Was flennst du denn hier rum? Bist du wieder mal rausgeflogen? Warum habe ich keine klügere Schwester? Werd nicht frech, du bist mein jüngerer Bruder! Sellerfaukick! Wütend tritt Bunny gegen die Tür. Mama, bitte lass mich rein! Im Juweliergeschäft beginnen die bösen Kräfte des dunklen Königreiches zu wirken. Komisch. Mir wird auf einmal so schwindelig. Oh. Ich habe das Gefühl, als ob ich meine ganze Energie verliere. Oh. 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 Oh je, was ist denn mit den ganzen Leuten los, Mama? Was hat das zu bedeuten? Mama? Ich kriege immer mehr Energie. Mama? Als Narus Mutter sich umdreht, hat sie sich furchtbar verändert. Oh, Gott sei Dank hat sie mich doch noch reingelassen. Ich bin völlig erschöpft vom vielen Weinen. Mama hätte wirklich nicht so sauer auf mich werden müssen. Naja, jetzt habe ich keine Lust auf Hausaufgaben. Gott sei Dank kann ich immer leicht einschlafen. Und tatsächlich, Bunny ist eingeschlafen. Doch auf einmal öffnet sich das Fenster in ihrem Zimmer und etwas Kleines, Schwarzes, schleicht sich vorsichtig und sehr leise an sie heran. Da plötzlich fällt das Fenster zu und Bunny wacht auf. Sie dreht sich um und sieht das kleine Kätzchen mit dem Halbmond auf der Stirn vor sich. Die Katze mit dem komischen Halbmond! Der ist nicht komisch. Sei nicht so unhöflich. Die redet ja! Eine Katze, die richtig reden kann! Darf ich mich vorstellen, ich heiße Luna und ich bin schon sehr lange auf der Suche nach dir, Bunny. Oh, zuerst möchte ich mich natürlich bei dir bedanken. Es war wirklich sehr lieb, dass du mir dieses Pflaster abgenommen hast. Ich kann nicht reden, wenn das Ding drauf ist und meine Fähigkeiten als Detektiv werden auch sehr behindert. Ich hatte große Schwierigkeiten mit diesen drei Jungs. Naja, jedenfalls bin ich froh, dass ich dich getroffen habe. Gute Nacht. Du darfst jetzt nicht schlafen, Bunny. Das ist doch kein Traum. Dann werde ich dich wieder aufwecken. Bunny, hast du nicht gehört? Du sollst nicht schlafen. Luna springt in die Luft, schlägt einen Salto und ein goldenes Amulett fällt auf das Bett. Staunend betrachtet sie das wunderschöne Schmuckstück. Ich habe hier ein Geschenk für dich, Bunny. Oh, ist das wirklich für mich? Bunny, in dieser Stadt tun sich sehr seltsame Dinge. Hörst du mir jetzt endlich mal zu? Mhm. Es tun sich hier viele seltsame Dinge, mit denen nicht mal die Polizei fertig wird. Der Feind ist aufgetaucht. Und du musst ihn bekämpfen. Du bist dazu auserwählt. Und eine andere Aufgabe hast du auch noch. Weitere Helden werden zu dir stoßen. Und gemeinsam macht ihr euch dann auf die Suche nach unserer Prinzessin. Sag mal, soll das etwa ein Witz sein? Du glaubst wohl immer noch nicht, was ich dir sage, was? Doch. Na gut, dann sprich mir jetzt Folgendes nach. Macht der Mondnebel, mach auf! Jawohl! Macht der Mondnebel, mach auf! Kaum ausgesprochen, geschieht etwas Seltsames mit Bunny. Wie von einer unsichtbaren Kraft gepackt, wirbelt Bunny durch die Luft, dreht sich einige Male um die eigene Achse und steht plötzlich als Sailor Moon in ihrem Zimmer. Sie trägt rote hohe Stiefel, einen kurzen Faltenrock und eine Bluse mit kurzen Ärmeln. Auf ihrem Kopf leuchtet ein goldenes Diadem, in dessen Mitte ein breiter, flach geschliffener Edelstein sitzt. Fassungslos steht Bunny vor ihrem Spiegel und schaut sich ungläubig an. Traust du mir jetzt endlich? Ich versteh's immer noch nicht, aber eins weiß ich, Naru ist in Not. Also, Bunny,
Du bist jetzt Sailor Moon geworden. Du musst dich sofort an ihre Rettung machen. Der Gedanke scheint Bunny zu gefallen. Im Juweliergeschäft wird Naro von ihrer angeblichen Mutter brutal gewürgt. Hilfe, Mama! Ich krieg keine Luft mehr! Ich bin gar nicht deine Mutter, meine Kleine. In diesem Augenblick verwandelt sich die Frau in ein hässliches Monster. Deine Mutter habe ich in einem unterirdischen Verlies eingeschlossen. Ich habe ihre Gestalt angenommen, damit die Menschen mir vertrauen. So komme ich an ihre Energie. Hände weg von Naro! Doch da steht schon Bunny als Sailor Moon in der Tür. Was bist du denn für eine Witzfigur? Ich bin Sailor Moon. Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Sailor Moon! Und im Namen des Mondes werde ich dich jetzt bestrafen. Sailor Moon, sagst du? Diesen Namen habe ich noch nie gehört und er interessiert mich auch nicht. Erhebt euch jetzt, ihr Sklaven, und stellt eure Energie unserem großen Herrscher zur Verfügung. Alle Menschen im Juweliergeschäft sind nun Sklaven des dunklen Königreiches geworden. Sie stürzen sich auf Sailor Moon und versuchen, sie zu packen. Doch Sailor Moon kann ihnen knapp entkommen. Aber immer wieder greifen sie erneut an. Ach du liebe Güte, mein Knie blutet ja! Aber was machst du denn da, Sailor Moon? Du sollst doch kämpfen! Los, du musst die bösen Mächte besiegen! Leicht gesagt, denn Bunny zittert vor Angst. Warum denn ich? Warum soll ich kämpfen? Ich möchte jetzt viel lieber nach Hause gehen! Warum hilft mir denn keiner? Jetzt hole ich mir deine Energie! Die teuflische Morga stürzt sich auf Bunny. Plötzlich fliegt eine Rose durch den Raum und bleibt zwischen den beiden im Boden stecken. Ein junger, maskierter Mann hat sie geworfen. Wer bist du? Ich bin Tuxedo Mask und ich muss dir eines sagen, Sailor Moon. Wenn du hier etwas erreichen willst, dann darfst du nicht weinen. Aber ich kann einfach nicht anders. Da fängt der Stein in Sailor Moons Diadem zu leuchten an. Und Morga und ihre Sklaven bleiben wie erstarrt stehen. Sie können sich nicht mehr bewegen. Minas Diadem, wirf es weg und sprich dazu. Mondstein, flieg und sieg! Wozu soll ich denn so etwas Blödes machen? Frag nicht, mach schon! Vorsichtig löst Bunny den Mondstein aus ihrem Diadem. Sie hält ihn nun in ihrer Hand, dreht sich dann einige Male um die eigene Achse und sagt den Spruch auf. Sie schleudert den Mondstein Morga entgegen. Kaum hat der Stein Morga erreicht, steigt sie in die Luft und löst sich langsam auf. Unglaublich! Im dunklen Königreich hat Jedid alles beobachtet. Morga, das ist fehlgeschlagen. Wie dumm von dir. Von der bösen Morga bleibt nur noch ein Häufchen Asche übrig. Und auch dieses Häufchen löst sich nach wenigen Sekunden auf. Gut gemacht, Sailor Moon. Oh? Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dich nicht vergessen. Der junge Maskierte schlägt seinen Umhang über seine Schultern und ist plötzlich verschwunden. Ah, sehr gut gemacht, Sailor Moon. Ich bin begeistert. Am nächsten Morgen in der Schule. Du, ich habe gestern einen wunderschönen Traum gehabt. Sailor Moon wurde als Kämpferin für die Gerechtigkeit berufen und hat die bösen Mächte besiegt. Was sagst du? Ich habe genau das Gleiche geträumt. Ja, ich auch. Wirklich? Das ist aber seltsam. Hey, Bunny, hast du das gehört? Bunny! Warum macht ihr denn so einen Lärm? Könnt ihr nicht still sein? Ich möchte noch ein paar Minütchen weiterschlafen. Gute Nacht. Einstein, Hawkins und andere hochbegabte Menschen sollten ihr Genie nur für den Frieden auf der Welt einsetzen. Niemals darf es geschehen, dass die Bösewichte ihre Fähigkeiten ausnutzen. Ich bin Sailor Moon. Und im Namen des Mondes werde ich sie bestrafen. Ich heiße Bunny Sukino, bin 14 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse des Gymnasiums. Mein Sternzeichen ist Krebs. Manchmal bin ich ein bisschen schusselig und eine kleine Heulsuse. Eines Tages kam eine seltsame Katze namens Luna zu mir.
Sie sagte, ich sei auserwählt und müsse von jetzt an gegen alle Bösewichte kämpfen. Am Anfang war mir das ziemlich unheimlich. Aber irgendwie komme ich schon damit klar. Im dunklen Königreich. Die Kinder dieses Landes leiden alle darunter, dass sie so viele Hausaufgaben machen müssen. Es ist mir berichtet worden, dass manche Mütter sich wie Monster aufführen, wenn es um die Hausaufgaben geht und ihre Kinder ständig zum Lernen anhalten. Sie haben nur das Ziel vor Augen, ihre Kinder in angesehene Kindergärten zu schicken, in angesehene Grundschulen, in angesehene Gymnasien, in angesehene Internate und auf angesehene Universitäten. Und dann, nachdem sie die angesehenen Universitäten absolviert haben, was ist dann? Das weiß ich nicht. Wir sollten uns diesen Leistungsdruck zunutze machen. Sehr wohl. Bunny liest in ihrem Zimmer ein Comicheft und kann sich vor Lachen nicht mehr halten. Bunny! Oh Mama, das musst du dir ansehen, das ist echt komisch. Sag mal, hast du eigentlich einen Grund zu lachen? Was hast du in deiner Mathe-Schulaufgabe bekommen? Ach, die kriegen wir erst morgen raus. Da habe ich sicher eine Spitzennote. Hör mal, Bunny. Du weißt, ich habe nur den einen Wunsch. Bitte sorge dafür, dass du die Klasse nicht wiederholen musst. Jetzt pass mal auf, Mama. In jedem Fach gibt es sehr gute und schlechte Schüler. Und ich finde es nicht fair, wenn man den Schlechtesten ständig den Vorwurf macht, dass sie keine guten Noten kriegen können. Rede nicht so einen Unsinn, Bunny. Das ist doch vollkommen absurd. Außerdem würde es mir zustehen, zu weinen. Bis spät in den Abend liest Bunny in ihren Comicheften. Lern ruhig weiter, Bunny. Und glaub mir, das ist nur gut für dich. Du hast gut reden. Ich wäre auch lieber eine Katze. Dann wäre das Leben viel leichter. Red nicht solchen Unsinn. Oh doch, ich wäre wirklich viel lieber eine Katze. Jetzt pass mal auf, Bunny. Ich habe sehr viel zu erledigen. Ich muss eine Prinzessin finden. Und du sitzt nur da und liest Comics. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du die Suche nach der Prinzessin ruhig etwas ernster nehmen könntest? Ach, so ein Käse. Du musst die Prinzessin finden und mit ihr zusammen kämpfen. Das ist nun mal deine Bestimmung. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Ich habe keine Lust dazu. Außerdem habe ich nicht die geringste Ahnung, gegen wen wir beide überhaupt kämpfen sollen. Euer Feind ist kein Mensch. Es sind die bösen Mächte. Ich kapier's immer noch nicht. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich weiß es eigentlich auch nicht ganz genau. In der Nacht schleicht sich Luna zu der Spielhalle. Sie öffnet die Tür, betritt den Raum und begibt sich an eines der Videospielgeräte. Willkommen zum Sailor V-Spiel. Codename 0091, hier ist Luna. Das Passwort lautet, Naschkatze will Reiskuchen. Der Reiskuchen im Mond ist matschig. Naschkatze mag matschige Reiskuchen. Hast du die Prinzessin schon gefunden? Nein, ich habe noch nicht die geringste Spur von ihr. Sehr schlecht. Ich fürchte, Sailor Moon hat sich nicht als so zuverlässig erwiesen, wie wir gehofft hatten. Es hat keinen Sinn zu jammern. Ja. Übrigens nehme ich seit einiger Zeit eine andere, sehr seltsame Energie wahr. Sie kommt von dieser Person. Sie könnte von den Bösen geschickt worden sein. Ja. Du wirst es überprüfen. Sehr wohl. Am anderen Morgen in der Schule. Das beste Zeugnis bekommen. Die ist echt ein Genie. Ich hätte solche Angst. Amy ist wieder die Beste in ihrer Stufe. Das war ja zu erwarten. Wahrscheinlich ist sie die Stufenbeste im ganzen Land. Im ganzen Land? Und man sagt, dass ihr Intelligenzquotient über 280 liegen soll. Wahnsinn, sie muss wirklich ein echtes Genie sein. Mhm. Wenn du uns noch mal so erschreckst, dann kriegst du einen auf den Deckel. Ja. Oh. Da ist Amy ja. Amy tritt an ein Fenster und sieht nachdenklich nach draußen. Ich habe gehört, dass sie jetzt auf das Crystal-Seminar geht. Da haben sie doch diese Kurse, die nur für Hochbegabte sind. Meine Mutter hat mir gesagt, dass es unheimlich teuer ist. Ich habe gehört, dass ihre Mutter Ärztin sein soll. Oh? Sie ist aus einer stinkreichen Familie. Das muss sie nicht sein. Sie ist zur Ehrenschülerin ernannt worden und zahlt nichts. Also wenn ihr mich fragt, irgendwas stört mich an der. Die trägt doch ihre Nase so hoch, dass sie immer in den Himmel guckt. Ja, ich möchte mit der auch nichts zu tun haben. Bunny blickt in Amys Richtung. Als Amy sie ansieht, guckt sie schnell weg. Schöner Tag heute, was?
gesagt, wäre ich auch gern so klug wie sie. Dann würde mich meine Mutter nicht ständig wegen meiner Noten nerven. Bonnie, du musst mehr lernen! Niedergeschlagen macht sich Bunny auf den Heimweg. Doch da sieht sie plötzlich Amy. Oh, da ist ja Amy. Amy geht auf der anderen Straßenseite. Von einer Mauer springt auf einmal Luna herunter und landet direkt auf Amys Schulter. Dachte ich's mir, die seltsame Energie kommt von ihr. Amy streichelt Luna. Das darf ich nicht zulassen! Dein Fell ist so weich. Wenn wir ein Haus hätten, hätte ich auch gern so eine niedliche Katze. Luna! Komm zu mir, Luna. Entschuldige bitte. Amy schaut Bunny wortlos an. Hallo. Ist das deine Katze? Ja, mhm. Ich dachte zuerst, sie wäre ein Engel, weil sie einfach vom Himmel gefallen ist. Luna soll ein Engel sein? Sie ist doch eigentlich ganz nett. Du bist Amy Misono aus der Oberstufe, stimmt's? Ich bin Bunny Zucchino aus der Mittelstufe. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch. Und der Name meiner Katze ist Luna. Luna? Das ist lateinisch und bedeutet Mond. Du bist wirklich ein Genie. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das wusste. Wenn ich ihre Freundin werde, verrät sie mir vielleicht das Geheimnis, wie man gute Noten bekommt. Bunny, sie könnte von den Bösewichten geschickt worden sein. Sei bitte vorsichtig. Machst du Witze? Was ist denn mit dir los, Bunny? Gar nichts ist los. Sag mal, Amy, bist du schon mal in einer Spielhalle gewesen? Nein, noch nie. Ich hab's noch nie probiert. Na, dann wird's aber höchste Zeit. Ich zeig dir genau, wie alles geht. Und du zeigst mir dafür genau, wie man gute Noten kriegt. Miau! Ist ja gut, ich weiß, was du mir sagen willst. Die beiden Mädchen gehen zur Spielhalle. Bunny macht das erste Spiel. Doch sie scheint heute nicht viel Glück zu haben. Das wäre heute nicht mein Tag. Willst du es nicht mal versuchen, Amy? Es macht riesigen Spaß. Aber es sieht so schwierig aus. Hm? Ja, da hast du absolut recht. Dieses Spiel ist wirklich ziemlich schwer. Wenn du 500 Punkte schaffst, dann bist du schon echt gut. Amy setzt sich an den Apparat und beginnt zu spielen. Du machst das klasse. Wirklich? Bunny traut ihren Augen nicht. Amy sammelt einen Punkt nach dem anderen. Toll, echt spitze. Amy hat schon weit über 1000 Punkte erreicht und es werden immer mehr. Bunny freut sich für sie. Inzwischen sind auch die anderen Spieler auf Amy aufmerksam geworden. Alle stehen jetzt hinter ihr und schauen zu. 20.000 Punkte hat sie nun schon erreicht. Wahnsinn! Hör das an! Was sagt ihr? Das ist doch unglaublich! Hallo Bunny, ich wusste nicht, dass du da bist. Hallo Motoki! Oh, das ist ja Wahnsinn. Ist das nicht toll? Oh, warum verrät sie mir das Geheimnis nicht? Oh, so spät, ich muss gehen. Oh. Tut mir leid, Bunny, aber ich muss unbedingt in meinen Crystal-Kurs. Tut mir leid, dass ich dich hier reingelotst habe. Ich wusste nicht, dass du heute Kurs hast. Ich habe jeden Tag Kurs. Oh, du gehst jeden Tag hin? Ja, ich habe nichts anderes zu tun. Langweilig, was? Also bis später und danke für alles. Wiedersehen. Es ist, als käme sie von einem anderen Planeten. Bunny? Ja, Motoki? Hör mal. Ja, was willst du von mir? Ich glaube, deine Freundin hat das hier bei uns vergessen. Hm? Ach so, deswegen hast du mich gerufen. Was? Ach, gar nichts. Gib her, ich nehm's dir mit. Amy hat eine Diskette liegen lassen. Bunny steckt sie ein. Die armen, dummen Menschen, sie lernen und lernen und lernen und dann können wir all ihre Energie absaugen. Beim Computerkurs bemerkt Amy das Fehlen ihrer Diskette. Moment mal, wo habe ich denn meine Diskette? Habe ich sie irgendwo verloren? Naja, macht nichts, ich brauche sie sowieso nicht oft. Misono? Ich hoffe, dass du mit der Crystal Disk beim Lernen große Fortschritte machst. Vergiss bitte nicht, dass du Ehrenschülerin bist und uns etwas schuldest. Ja, ich weiß. Ich verlasse mich auf dich. Um ehrlich zu sein, arbeite ich mit dieser Diskette nicht sehr gern. Ich bekomme immer Kopfweh davon. Es gibt eine neue Erfindung, die Crystal Disk. Damit kann man angeblich ein Genie werden. Ach so.
so ist das. Ob das wohl diese Diskette ist, was glaubst du? Sei bloß vorsichtig, Bunny. Ich gebe sie eher zurück. Manchmal machst du dir wirklich zu viel Sorgen. Hey, da ist ja meine Freundin mit der weichen Birne. Du bist in so einen Kurs? Du schon wieder. Ich kann mich nicht erinnern, dich gerufen zu haben. Dann wäre ich auch nicht gekommen. Sag mal, irre ich mich oder hat die Katze gerade geredet? Achso, du machst Witze. Natürlich kann eine Katze nicht sprechen, nicht wahr? Du bist wirklich zu komisch. Mit hochrotem Kopf gehen Bunny und Luna schnell weiter. Kaum sind sie außer Sichtweite, laufen sie, was das Zeug hält, um die nächste Straßenecke. Das war echt knapp. Wenn der das rausgekriegt hätte, wären wir geliefert. Der hat mich so erschreckt, dass ich vergessen habe, das zurückzugeben. Ich bin so blöd. Bunny, los, wir gehen in das Computerzimmer in deiner Schule. Hä? Wozu denn? Ich möchte wissen, was auf dieser Diskette ist. Soll das heißen, dass du irgendeinen Verdacht hast? Ich hoffe, es ist dir klar, dass ich keine Ahnung habe, wie man einen Computer bedient. Doch Luna hat Ahnung. Du bist ganz toll, Luna. Heutzutage weiß doch jeder, wie man einen Personal Computer bedient. Oder etwa nicht? Ach so. Auf dem Monitor erscheinen merkwürdige Schriftzeichen. Das habe ich befürchtet. Was ist das für ein irres Geräusch? Ihr müsst die gesamte Energie eurer Gehirne unserem großen Herrscher zur Verfügung stellen und seine Diener werden. Das ist ja ein echtes Gehirnwäscheprogramm. Unglaublich! Da sind die Bösewichte wieder am Werk. Ich kann es noch immer nicht fassen. Aber es ist wahr. Also los! Ja! Macht des Mondes! Verwandle mich in eine Chefärztin! Und ehe sich Bunny versieht, hat sie sich auch schon in eine Chefärztin verwandelt. Man hat mich hier zu einem Notfall gerufen. Bunny stürmt in das Gebäude, wo der Computerkurs stattfindet. Alle herhören! Lasst die Finger von den Computern! Doch es ist zu spät, die Gehirnwäsche läuft auf vollen Touren. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Sie dürfen unseren Unterricht nicht unterbrechen. Wusste ich's doch, du gehörst auch zu den Bösewichten. Was sagen Sie da? Tu doch nicht so unschuldig! Verwandle dich jetzt in Sailor Moon! Macht der Mondnebel! Mach auf! Und Bunny verwandelt sich wieder in Sailor Moon. Und Garoben als Kursleiterin getarnt, schnappt sich Amy. Ich bin bei den Bösen für die Wissenschaften zuständig. Und meine Aufgabe ist es, aus den Gehirnen aller Genies viel Energie für unseren großen Herrscher der Dunkelheit abzusaugen. Ja, aber das würde doch heißen, dass Amy gar nicht zu den Bösewichten gehört. Was redest du denn da, Luna? Das verstehe ich nicht. Ich befehle dir, lass sie los! Hochbegabte dürfen von ihrem Genie nur Gebrauch machen, wenn es dem Frieden der Menschheit dient. Ich bin auserwählt. Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit. Ich bin Sailor Moon. Und im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Frage Nummer 1. Hä? Es geht um den Physiker Newton. Sag mir, warum die Äpfel vom Baum runterfallen. Warum sie runterfallen? Frag mich nicht so einen Quatsch, frag lieber die Äpfel! Für diese dumme Antwort gibt's böse Zeugnisse! Aber die Äpfel fallen runter, weil der Wind weht, oder nicht? Luna! Ach, sie fallen wegen der Erdanziehungskraft. Genau, wegen der Erdanziehungskraft! Dann kommt also Frage Nummer 2. Was ist die Erdanziehungskraft? Erkläre das mit 15 Wörtern. Das kann ich aber nicht. Wenn du das nicht kannst, wirst du es bedauern. Nein, ihr dürft mir nichts tun. Bitte, 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 bitte nicht. Die Zeit ist gekommen. Gib uns jetzt die Energie deines genialen Gehirns.
Doch Amy konzentriert sich so sehr, dass Garoben ihre Energie nicht absaugen kann. Ich kann ihre Energie nicht absaugen. Warum nicht? Ich weiß, du hast die Crystal Disk nicht benutzt. Das stimmt doch, oder etwa nicht? Man darf sich nicht auf Computer verlassen. Man muss seine eigene Fantasie benutzen. Du vorlautes kleines Ding. Da erscheint auf Amys Stirn ein Zeichen. Oh. Was hat das zu bedeuten? Dieses Zeichen kenne ich. Jetzt verstehe ich, ihre Energie ist die Energie einer Sailor-Kämpferin. Luna schlägt einen Salto und trägt einen Zauberfüller im Maul. Wenn das so ist, dann bist du jetzt erledigt. Was ist, bist du bereit? Die böse Garoben bereitet sich darauf vor, Amy anzugreifen. Amy liegt am Boden und kann sich vor Angst kaum bewegen. Amy, nimm das! Luna schiebt Amy den Zauberfüller zu. Ruf jetzt, Macht der Merkurnebel, mach auf! Noch zögert Amy, doch dann sagt sie den Spruch. Kaum ausgesprochen verwandelt sich Amy in eine Sailor-Kriegerin. In Sailor Merkur. Amy ist also die zweite Sailor-Kämpferin im Bunde. Sie heißt Sailor Merkur. Amy? Ja. Sag jetzt Seifenblasenflick! Seifenblasen! Und Amy schleudert die Seifenblasen durch den Raum. Jetzt? Warum wird es auf einmal so kalt? Was ist denn jetzt los? Und wieder versucht die böse Garoben, Amy anzugreifen. Na, warte! Doch Garoben ist wie in einem Eisblock gefangen. Jetzt sitzt du in der Falle! In der Falle? Jetzt bist du dran, Sailor Moon! Ja! Hä? Sailor Moon nimmt ihr Stirnband mit dem eingefassten Mondstein vom Kopf und schleudert es der bösen Garoben entgegen. Mondstein! Flieg und sieh! Garoben zerfällt zu Staub. Und der Staub löst sich nach einigen Sekunden in Luft auf. Und ich bin... Ja, du bist unsere zweite Kämpferin. Du bist Sailor Merkur. Du bist Sailor Merkur? Amy kann es noch gar nicht fassen. Es tut mir leid, dass wir dich für eine der Bösen gehalten haben. Ach, ist schon gut. Ich find's schön, dass Amy jetzt bei uns ist. Sie ist eine zuverlässige Partnerin. Habe ich recht? Ja, allerdings. Ich mag euch. Und sie kann mir auch in der Schule helfen. Du, Bunny? Ja? Ich wollte dir nur noch einmal sagen, dass es mich freut, dich kennengelernt zu haben. Wir wollen einander helfen und das Böse bekämpfen, ja? Ja, ich freue mich auch sehr. Amy ist einfach toll. Ich glaube, von ihr kann ich noch sehr viel lernen.